Wir starten heute in eine Predigtserie zum Thema Begeistert. Und diese Predigtserie, die geht entlang dem Titusbrief. Der Titusbrief, der ist nicht sehr lange, der hat nur 3 Kapitel. Eine gute Gelegenheit, diesen Brief in den nächsten 2-3 Wochen einige Male zu lesen. Du bei dir zu Hause. Und damit, weil du jetzt da völlig auf dem falschen Fuß überrascht wirst heute Morgen, damit wir so richtig gehend hineinfinden in den Brief, habe ich gedacht, zum Start in die Predigt lese ich uns dieses erste Kapitel. Es ist nicht so lang, aber es hat einige spannende Dinge drin. Diesen Brief schreibt Paulus, ein Diener Gottes und Apostel von Jesus Christus. Ich habe den Auftrag, alle, die Gott auserwählt hat, im Glauben zu stärken. Viele Menschen sollen noch die Wahrheit erkennen und so leben, wie es Gott gefällt. Getragen von der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott uns vor aller Zeit zugesagt hat. Und Gott lügt nicht. Jetzt ist Gottes Zeitpunkt gekommen, an dem alle Menschen von seiner rettenden Zusage erfahren sollen. Dazu hat er mir den Auftrag gegeben, und da diese Botschaft will ich überall verkünden. Ich grüße dich, lieber Titus. Durch unseren gemeinsamen Glauben stehst du mir so nahe wie mein Sohn. Ich wünsche dir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Retter. Ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du die Arbeit zu Ende führst, die wir dort gemeinsam begonnen haben. Vor allem sollst du in den einzelnen Städten geeignete Männer als Leiter der Gemeinde einsetzen, wie ich es dir aufgetragen habe. Es müssen Männer sein, die ein vorbildliches Leben führen. Das heißt, sie müssen ihrer Frau die Treue halten, ihre Kinder sollen die Eltern achten und nicht als zügellos und ungehorsam bekannt sein. Wer eine Gemeinde leitet, darf mit seinem Leben keinen Anlass zur Klage geben, denn er trägt die Verantwortung für die Gemeinde Gottes. Darum darf er weder überheblich noch jähzornig oder gewalttätig sein, kein Trinker, und er soll nicht darauf aus sein, sich durch unehrliche Geschäfte zu bereichern. Vielmehr soll er gastfreundlich sein, das Gute lieben und besonnen sein, gerecht urteilen, ganz für Gott da sein und sich selbst beherrschen können. Außerdem muss er sich an die zuverlässige Botschaft Gottes halten, so wie sie ihm gelehrt worden ist. Denn nur so kann er die Gemeinde im Glauben festigen und die Gegner von ihrem Irrweg abbringen. Denn es gibt viele, die sich gegen Gott auflehnen, Schwätzer und Verführer, besonders unter getauften Juden. Man muss ihnen unbedingt den Mund verbieten, denn es ist ihnen schon gelungen, ganze Familien vom rechten Glauben abzubringen. Sie verbreiten ihre falschen Lehren und wollen sich dadurch auch noch bereichern. Einer von ihren Landsleuten muss geradezu ein Prophet gewesen sein, als er sagte, die Leute auf Kreta lügen wie gedruckt. Sie sind faul und gefräßig und benehmen sich wie wilde Tiere. Dieser Mann hat die Wahrheit gesagt. Darum weise diese Verführer scharf zurecht, damit sie wieder zu einem gesunden Glauben zurückfinden. Sie sollen endlich mit dem Nachforschen in den jüdischen Legenden aufhören und sich nicht mit den Vorschriften von Leuten abgeben, die der Wahrheit den Rücken gekehrt haben. Wenn Gott von seiner Schuld rein gemacht hat, für den ist alles rein. Wer aber noch mit Schuld beladen ist und nicht auf Gott hören will, für den ist nichts rein. Sein ganzes Denken ist beschmutzt und sein Gewissen betrübt. Zwar behaupten diese Leute, Gott zu kennen, aber ihr Leben beweist das Gegenteil. Sie widersetzen sich Gottes Weisungen und sind zu nichts Gutem fähig. Was sie tun, kann man nur verabscheuen. Kapitel 1, Titusbrief. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Begeistert von Wahrheit und Klarheit. Und habe 3 Punkte mitgebracht. So, 3 Punkte. Und der erste Punkt ist, wir Menschen sind begeistert von Wahrheit und Klarheit, solange es die anderen betrifft. Solange wir es von anderen einfordern können.
Und das ist gerade ein gutes Beispiel, das Paulus uns hier liefert im Brief, als er im zweiten Teil des Briefes über die Berufung von Gemeindeleitern und Ältesten spricht. Wo er dem Titus mitgibt und sagt, hey, da haben wir darüber geredet, wir haben das gemeinsam angefangen, bring das zu Ende, setze fähige Menschen, fähige Männer ein und dann achte auf das und dies und jenes und Sepp und solches und solches. Das sind wichtige Dinge. Ich glaube nicht, dass Paulus damit und in seinem Brief an Timotheus eine Prüfungsliste zum Abkreuzeln machen wollte. Und wenn es irgendwo kein Häkchen gibt, sondern ein Kreuzchen, dann ist das eine Fallnote und dann geht es nicht. Sondern es ist vielmehr von Paulus so gemeint, achte auf das. Wenn du Menschen berufst in eine Aufgabe, in ein Amt, dann schau sie dir an, wie sie leben, wie sie unterwegs sind. Es soll mehr ein Hinweis, eine Ermutigung, eine Klarheit und Wahrheit sein, die Paulus dem Titus mitgibt im Blick auf die Berufung von Ältesten. Nun wissen, glaube ich, ganz viele von uns sehr genau, was ein Ältester tun soll und was nicht. Und viele von uns wissen das ganz genau und denken dann innerlich vielleicht, aber das betrifft ja die Ältesten. Die müssen so. Das gilt nur ihnen. Ich glaube, das ist ein falsches Denken. Ich glaube, das gilt uns allen. Ich glaube, das sind Werte und Wahrheiten, die uns allen gelten. Denn wenn wir den anderen Gedanken nur einen Moment weiter denken, merken wir ja, wenn es nur für die gilt, aber nicht für mich, dann gibt es früher oder später gar keine Menschen mehr, die Älteste werden können. Es gilt für uns alle. Es sind Werte, die uns allen wichtig sein sollen. Titus soll darauf achten, wenn er Menschen beruft, dass sie in dieser Spur drin laufen. Das Zweite, was Paulus dem Titus anspricht, ist die Irrlehre. Diese Lehre, die sich verbreitet und Menschen vom Glauben abbringt. Und spannend ist, dass Paulus da ja nicht sagt, hey Titus, du musst aufpassen, da kommen Menschen mit einer anderen Religion und die versuchen, die Christen zu einer anderen Religion zu bringen. Da kommt ein Mensch, der im hinduistischen Glauben unterwegs ist und den zum Hindu bekehren will oder ein Moslem und den zum Moslem machen will, sondern er spricht von Juden, von Menschen, die an denselben Gott glauben. Von Menschen, die mit diesem Gott unterwegs sind und sogar sich bekehrt haben und sich taufen ließen. Er schreibt von Irrlehrern aus den eigenen Reihen, die sich irgendeine Richtung entwickelt haben offensichtlich und Menschen vom rechten Glauben wegführen, Menschen aus der Gemeinde herausführen in die Irre, mitunter um sich selbst daran noch zu bereichern. Wahrheit und Klarheit, das betrifft ja eben nur die anderen. Die Irrlehrer, die wieder mal die Wahrheit hören sollten. Oder betrifft es auch mich? Wir können diese Frage sogar noch weiter treiben, Wahrheit und Klarheit, solange ich es von den anderen einfordern kann, über alle ethischen Themen auch der heutigen Zeit. Wir können über Sex vor der Ehe reden oder über Scheidung und Wiederheirat oder über Homosexualität oder über Alterskonkubinat oder so, wo viele von uns ganz genau wissen, was Wahrheit und Klarheit ist, solange man es von den anderen einfordern kann. Und je näher man es an einem selber herankommt, je mehr man selbst betroffen ist, umso mehr ist man auf einmal herausgefordert. Wenn dann die eigene Tochter kommt und sagt, sie sei schwanger, obwohl sie gar nicht verheiratet ist und ich doch immer so klar wusste, was Wahrheit und Klarheit ist. Oder wenn ich selbst erlebt habe, wie die Ehe in die Brüche gegangen ist und wie ich dann nach 5 Jahren irgendwie merke, ich kann nicht bis an mein Lebensende ledig bleiben. Was soll ich dann tun? Heiraten, nicht heiraten? Oder wenn ein mir nahestehender Freund sich auf einmal outet. Oder wenn ich mein Leben lang so klar gesagt habe, was gilt in Sachen Beziehung und Beziehungsgestaltung,
Und dann im Alter merke ich auf einmal, oh, jetzt habe ich da noch einmal angebändelt mit einer lieben Frau. Und jetzt hat das aber ja dann Einfluss auf unsere Finanzen, auf unsere Renten, wenn wir nochmal heiraten würden und. Da kommen auf einmal Themen, die, solange sie weit weg sind von uns, ist alles klar. Und sobald sie dann nahe bei uns sind, ist es vielleicht nicht mehr so klar. Wird es auf einmal anders. Und damit sind wir dann beim zweiten Punkt. Und weil der Flipchart vom letzten Sonntag noch dasteht, habe ich gedacht, ich nehme den mal mit. Und im zweiten Punkt stelle ich als erstes eine Hypothese in den Raum. Und mit dieser Hypothese kann ich natürlich völlig falsch liegen, oder vielleicht kommen wir auch darüber ins Gespräch, weil ich den Punkt vielleicht doch noch ein bisschen treffe. Ich glaube, dass wir Christen öfter als wir denken, oberflächlich unterwegs sind. Oberflächlich in der Hinsicht, wie ich es jetzt an anderer Stelle schon gesagt habe, mit einer distanzierten Freundlichkeit. Ja? Wir schaffen es, einander zu begegnen und einander gern zu haben, weil das ein guter Christ ja macht. Wir können uns anlächeln, wir schütteln uns die Hand. Was war das für ein Aufschrei vor 2 Jahren, als man sich nicht mehr die Hand geben sollte? Wir schütteln uns die Hand und sind aber gleichzeitig oder einen kurzen Moment später fähig, mit der Faust im Sack davonzuziehen. Oder gemeinsam Gottesdienst zu feiern und nachher grummelig nach Hause zu gehen. Aber wir können schon einander anlächeln, weil wir haben es ja gut. Wir sind ja freundlich miteinander. Also oberflächlich. Das geht dann noch ein bisschen weiter. Das Bild kennt ihr wahrscheinlich. Es gibt ja da diese Gedanken von dem Eisberg da. Von dem Eisberg, von dem der kleinste Teil, die Spitze, oben über dem Wasser sichtbar ist und der ganz große Teil, der ist unsichtbar. Und wenn ich von distanzierter Freundlichkeit rede, dann spreche ich auch von diesem sichtbaren Eisbergspitz. Dann glaube ich nämlich, wir sind Spitzenmanager. Wir managen die sichtbare Spitze, indem wir regulieren, wie fern oder wie nah diese Spitze bei mir ist. Wie nahe ich Dinge an mich heranlasse oder wie fern ich sie von mir behalte. Wir sind Spitzenmanager auf der sichtbaren Ebene, obwohl viele von uns wissen, dass Gott dem Samuel gesagt hat, hey, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott interessiert das Herz. Das, was nicht sichtbar ist, das tief in uns drin, das ist das, was Gott interessiert. Obwohl wir wissen, dass Paulus gesagt hat, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, sind wir doch in vielen Momenten unseres Lebens Spitzenmanager. Aber ich glaube, das Leben hat mehr zu bieten als das. Ich glaube, wenn wir nur in dieser Oberflächlichkeit unterwegs sind, wird auch Begeisterung in diesen Spitzen unterwegs sein. Mal mehr, mal weniger. Beeinflusst vom Umfeld, beeinflusst von Nähe und Distanz, von was auch immer hier oben so abläuft. Die wird immer so schwankend und schwammig sein. Damit eine Begeisterung von Wahrheit und Klarheit echt und in der Tiefe unser Leben durchdringt und ergreift, glaube ich, braucht es den Weg unten durch die Tiefe unserer Selbst, durch die Tiefe meiner Seele, durch die Tiefe meines Herzens. Und dieser Weg, der scheint jetzt vielleicht so unsichtbar und so unlogisch. Ich glaube, wir können diesen Weg einteilen in 3 Stufen. Und diese 3 Stufen sind eigentlich ganz einfach, aber sie haben so den einen oder anderen Haken. Ich glaube, die 1. Stufe ist die Öffnung unseres Geistes, die Öffnung unseres Denkens. Und zwar darum, weil hier in der Oberfläche, hier im Spitzenmanagement, da geht es vor allem um die Dinge, die uns bekannt sind.
die Dinge, die wir wissen, die Dinge, die wir sehen, die Dinge, die wir schon immer gehört haben, da kommt man auch am Sonntag in den Gottesdienst und sieht, ah, der Martin hat predigt, da weiß ich in etwa, was kommt. Wenn ich jetzt aber mein Denken öffne, meinen Geist bereit mache für Gottes Reden, weil er mir vielleicht noch etwas mehr zu sagen hat als das, was ich schon weiß. Weil das, was Paulus den Römern in Kapitel 12 geschrieben hat, ändert euer Denken, vielleicht auch damit zu tun hat, meinen Geist, mein Denken zu öffnen für das, was Gott will. Dann besteht die Möglichkeit, dass ich da eine Stufe tiefer komme. In mir selbst. In dem, was mir bewusst ist, in dem, was ich mir wahrnehme. Es gibt da aber einen Hinderungsgrund oder eine Mauer oder ein Thema, was mich hindert, in diese Tiefe zu kommen. Und das ist die Stimme des Bewertens und Beurteilens. Bewerten und Beurteilen, das hält mich eben hier oben, weil ich ja weiß, wie es ist. Wie es sein müsste, was sein sollte. Darum, weil ich weiß, was richtig und falsch ist, kann ich auch bewerten. Und weil ich im Bewertungsmodus bleibe, öffnet sich diese Tür in mir zum Anders- und Neudenken. Nur schlecht, nur oft gar nicht, weil ich gar nicht an diesen Punkt komme. Bewerten und beurteilen hindert mich daran, in diese Stufe des offenen Geistes und offenen Denkens in mir selber drin zu kommen. Wenn ich eine Stufe tiefer gehe, dann geht es da eben um das, was Gott interessiert, um unser Herz. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht dein Herz an. Es geht um unser Herz und da ist es ja auch wieder mit dem Spitzenmanager, gell? Gott kennt mein Herz, aber die Menschen um mich herum, die wissen nur so viel über mein Herz, wie ich preisgebe, wie ich ihnen mitteile. Meine Ehefrau, meine Freunde, die Geschwister in der Gemeinde, die wissen nur von meinem Herz, was ich auch zugänglich mache. Natürlich, ein bisschen gibt es auch Bereiche, die kann man nicht verstecken. Wenn Jesus in Matthäus 12 sagt, wovon dein Herz voll ist, da geht der Mund über, das zeigt etwas von dem, was in meinem Herz drin ist. Oder wenn ich ein tief verbitterter Mensch bin, glaube ich, kann ich das auch nicht auf Dauer verstecken und überspielen. Aber so im Grundsatz reguliere ich, was Menschen um mich herum über mein Herz wissen. Und die Mauer oder die hindernde Stimme zur Öffnung meines Herzens ist oft Zynismus und Sarkasmus. Weiß nicht, ob du das selber schon an dir festgestellt hast oder in einem Gespräch erlebt hast, in so einem solchen Moment, wo die Tür zum Herzen eines Menschen gerade so am Aufgehen ist und dann merkt dieser Mensch das und dann gibt es irgendeine sarkastische Aussage und zack ist die Tür wieder zu und die Situation dahin. Das Momentum ist weg. Das kann in einem Einzelgespräch sein oder auch in einer Gruppe. Ist ganz speziell. Dort, wo ich vielleicht auch merke, jetzt geht es ans Eingemachte, jetzt geht es in die Tiefe meines Herzens, das will ich jetzt gar nicht, schwupps. Und mir hat sich ein Erlebnis in dieser Hinsicht tief eingebrannt auf meine Festplatte im positiven Sinn. War in der Weiterbildung und da haben wir in einem gruppendynamischen Prozess wurden wir ziemlich herausgefordert, um die Emotionen ein bisschen zu schüren und zu schauen, was passiert in der Gruppe, wie geht die Gruppe damit um das nachher dann zu analysieren. Und da gab es genau so einen Moment, wo die Türen aufzugehen schienen, wo ein Momentum entstand in der Gruppe drin. Und dann habe ich, wie ich es doch ab und zu mal mache, einen lustigen Spruch gemacht. Und das Momentum war dahin. Ist mir in dem Moment aber nicht aufgefallen, sondern erst in der Reflexionsschlaufe.
Da sagte die Dozentin Martin, als wir da hingekommen sind, kam dein Spruch und es war weg. Und ich habe mich im positiven Sinn überführt gefühlt, nicht bloßgestellt, auch nicht an den Pranger gedrängt, sondern ich habe in mir schlagartig bewusst geworden, genau das ist passiert. Und ich kann euch sagen, seit jenem Moment hat es schon oft Situationen gegeben, da hat es in meinem Kopf einen doofen Spruch gegeben, den ich in die Situation hineinwerfen wollte und ich merkte, nein, der hilft jetzt nicht, ich habe ihn nicht gemacht. Ist mir nicht immer gelungen, weiß. Aber mehr, um dieses Erleben auch aufzuzeigen, ich glaube, die meisten von uns wissen, wovon ich rede. Wenn die Herzenstür am Aufgehen ist, das kann, wie gesagt, in einem Gespräch, in einer Gruppe, auch als ganze Gemeinde sein, und wir diesen Schritt in diese Tiefe nicht gehen, nicht bereit sind zu gehen, unser Herz zu öffnen, wenn wir flüchten und einen Ausweg suchen, dann passiert das halt manchmal. Aber die Frage ist eben, wie kommen wir dann ganz persönlich auf dieser Ebene eine Stufe tiefer in uns drin? Und dann kommen wir nämlich noch zum dritten Stufe. Es ist die Stufe des Willens. Wir sprechen ja nicht selten davon, dass wir Christen einen freien Willen haben. Und da glaube ich auch zu ganz großen Teilen daran. Aber Freiheit und freier Wille nimmt mich ja auch in die Verantwortung. Und es stellt sich mir die Frage, ob ich denn will. Ob ich denn will in die Tiefe meines Lebens, meiner Seele, meines Herzens vordringen. Will ich denn überhaupt so tief kommen in mir drin und vielleicht auch so tief kommen in den Beziehungen, die ich lebe? Will ich dann? Und auch da gibt es nochmal eine hindernde Stimme. Oder eine Mauer, die das verhindern kann. Und das ist die Angst. Dass ich Angst habe, mich so weit darauf einzulassen. Manchmal auch Angst habe, mich so weit auf Gott einzulassen. Was wird dann geschehen? Was wird dann passieren mit dem, was ich hier oben immer gemeint habe, was richtig und wahr ist und unveränderlich? Was wird dann passieren, wenn ich mich in dieser Weise auf Gott einlasse und Gott sich mir in der Tiefe meines Lebens offenbart. Ich bin aber davon überzeugt, dass der Weg durch die Stufen meiner selbst, durch die verschiedenen Ebenen von mir, in Sachen Geist und Denken, Herz und Fühlen, Wille und Wollen, dass der Weg dadurch eine Veränderungskraft hat, die mich zu einer wahren und anhaltenden Begeisterung über Wahrheit und Klarheit bringen kann. Und zwar, wie es Paulus sagt, das begeistert mich immer wieder, wenn ich Paulus lese und sehe, wie dieser Mann eine Begeisterung gelebt hat. In der Tiefe seines Lebens, trotz allen Umständen, die er erfahren musste. Gefangenschaft, Hunger, Verfolgung, Verleugnung, Querbeet, alles hat er erlebt. Und diese Begeisterung, die ist geblieben, die ist gewachsen, die hat angehalten. Diese Begeisterung über Wahrheit und Klarheit, von denen es sein Wunsch und Ziel ist, dass noch viele Menschen diese Wahrheit erkennen sollen und so leben, wie es Gott gefällt. Wozu? Oder wohin? Getragen von der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott uns vor Zeiten zugesagt hat. Getragen von der Hoffnung auf das ewige Leben, welches Gott uns zugesagt hat. Das ist der Motor, das ist der Treibstoff, das ist die Kraft, die das immer wieder freisetzen soll. Denn dieser Weg ist unter Umständen kein leichter Weg. Wenn ich mir selber begegne, kann das sehr schmerzhafte Momente mit sich bringen. Wenn Gott sich mir offenbart, und mir aufzeigt, was in meinem Herzen drin ist. Und ich merke, vielleicht ist da was ganz anderes drin, als ich immer erwartet oder gemeint habe. Vielleicht sieht es da gar nicht so gut aus, wie ich mir immer erhofft habe. Das kann ein herausfordernder
und schmerzvoller Weg sein, aber er führt mich zu einer Begeisterung, die tragfähig ist, auch durch die Stürme unseres Lebens. Einer Begeisterung, die getragen ist von der Hoffnung auf die Ewigkeit. Und jetzt fragst du dich vielleicht, und damit sind wir beim dritten Punkt, wie soll das gehen? Und ich weiß nicht, ob es jetzt das letzte Mal ist. Dringende Kauf- und Leseempfehlung. Gott, du musst es selbst erlebt haben. Dallas Willard bringt uns einen coolen Ansatz oder einen coolen Vergleich, wie er das sieht. Und er sagt, tröpfchenweise pro Woche ein paar Verse oder Kapitel der Bibel in sich aufzunehmen, ob zu Hause oder am Sonntag in der Kirche, richtet unseren Verstand und unsere Gedanken nicht neu aus und füllt uns nicht mit Begeisterung. Genauso wenig, wie wir uns mit einem Tropfen Wasser alle 5 Minuten duschen können, ganz egal, wie lange wir das praktizieren. Also egal, wie lange wir unter der Dusche stehen, wenn wir nur alle 5 Minuten ein Tröpfchen Wasser bekommen, dann werden wir auch in 10 Jahren noch stinken. Und wir werden uns nicht frisch fühlen, weil das einfach nicht uns an den Punkt dieser Frische und dieses Gewaschenseins und dieser erfrischenden Dusche bringt. Und genauso, sagt er, ist es im Umgang mit Gott. Tröpfchenweise, einfach ein paar Mal da und dort. Das bringt uns nicht durch die Tiefe unseres Lebens und das bringt uns nicht an den Punkt der Erfrischung und Begeisterung. Seine Lösung dazu ist Jesus. Wie in der Sonntagsschule. Die richtige Antwort auf alle Fragen, Jesus. Er sagt, ich glaube, die Lösung liegt darin, dass wir Jesus in den Aktivitäten folgen, die er unternahm, um die gelebte Beziehung mit seinem Vater zu fördern. Er gebrauchte dazu die Einsamkeit, die Stille, das Bibelstudium, das Gebet und den Dienst am Nächsten als geistliche Disziplinen in seiner lebendigen Beziehung mit dem Vater. Ich glaube, die Lösung liegt darin, Jesus in seinen Aktivitäten zu folgen. Was ihm eine Lebendigkeit, eine Abhängigkeit, eine Vollmacht gegeben hat als Mensch in dieser Welt, war seine Abhängigkeit vom Vater. Sein Unterwegssein mit dem Vater, sein Hören vom Vater. Und darum, er gebrauchte die Einsamkeit, die Stille, das Bibelstudium, das Gebet und den Dienst am Nächsten als geistliche Disziplinen, die lebendige Beziehung mit seinem Vater zu leben. Und ich will an dieser Stelle dich aufrufen, einen Aufruf machen, einen ganz klassischen und dann noch einen Aufruf 2.0. Oder sind wir schon bei 4.0 oder wo auch immer. Und zwar den Aufruf, dass wenn du ein Mensch bist, der Jesus nicht persönlich kennt, wenn du ein Mensch bist, der Jesus nicht in seinem Herzen trägt, wenn du ein Mensch bist, der merkt, ich versage, ich bin ein Sünder, ich bin nicht würdig, Gott zu begegnen, wenn du ein Mensch bist, der noch nicht erfahren hat, was es heißt, wir es gelesen haben am Anfang in der Textlesung, wenn Gott rein gemacht hat, der ist ganz rein, wenn du dieses Reinsein noch nicht erfahren hast, dann lade ich dich heute dazu ein, diesen Schritt zu tun. Ja zu sagen zu Jesus. Ja zu sagen und dich ihm hinzugeben. Ihn um Vergebung deiner Sünden zu bitten. Ihn einzuladen in dein Herz. Dir bewusst zu machen, dass er dein Herr und Meister sein soll. Für den Rest deines Lebens getragen vom Gedanken in die Ewigkeit. Dann mach das heute. Und am besten machst du das nicht für dich alleine, sondern sprichst mit jemandem darüber. Ist nachher die Möglichkeit, während dem Abendmahl sind auch Leute da, die mit dir beten. Oder du kannst nach dem Gottesdienst zu mir kommen und wir reden miteinander und beten dafür. Geh diesen Schritt heute.
Mach diesen Schritt auf Jesus zu. Lass dich von ihm begeistern. Und dann kommen wir zum 2.0, den Aufruf, der an alle die geht, die Jesus schon lange kennen. Und vielleicht meiner Hypothese folgen, dass wir ab und an recht oberflächlich unterwegs sind. Und dass wir vielleicht wirklich Spitzenmanager sind im Managen unseres sichtbaren Lebens. Dann rufe ich dich heute dazu auf und lade dich ein, den Weg durch die tiefen Schichten deines Lebens zu gehen. Diesen Weg der Offenbarung Gottes in deinem Leben zu gehen. Und das ist ja nicht etwas, das macht man einfach einmal und diese Mauer und diese Mauer und diese Mauer räumt man aus dem Weg und dann ist es gut, sondern es sind ja wiederkehrende Dinge, dich aufzumachen und sagen, nein, ich will mich nicht mit dem Sichtbaren begnügen, ich will in die Tiefe meiner Seele und in der Tiefe meines Herzens diese Veränderung erleben, um eine Begeisterung von Wahrheit und Klarheit zu erleben, die Stürmen standhalten vermag. Lade ich dich dazu ein, dass auch du Ja sagst und dich aufmachst auf diesen Weg. Auch hier hilft es, wenn du das nicht bei dir behältst, sondern mit jemandem darüber sprichst, dich mit jemandem zusammen auf den Weg machst, Menschen für dich beten lässt, dich ermutigen lässt. Wir sind eine Gemeinschaft von Christen und wir müssen diese Wege nicht alleine gehen. Einen Aufruf, ganz Jesus zu folgen und sich ihm auszuliefern und einen Aufruf, wenn du Jesus schon folgst, ihn auch in der Tiefe deines Lebens wirken und verändern und dich heiligen zu lassen. Und da sind wir dann wieder bei der Kurve von Stefan vom letzten Sonntag, der Heiligung, den Schritten, die Gott mit uns geht, im Leben drin. Auch und gerade weil wir ihn kennen, geht er mit uns diesen Weg. Und weißt du, ich finde es genial, dass wir heute miteinander Abendmahl feiern dürfen. Dass wir heute miteinander uns genau dem bewusst sein dürfen, was Jesus für uns getan hat und zu was er uns einlädt. Dass er kommt und sagt, folge mir nach. Dass er kommt und sagt, bringe dein ganzes Leben zu mir, ich nehme es dir ab. Kommt her, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich nehme euch Lasten ab. Ich bin mit euch auf diesem Weg. Sind dem bewusst, sein bewusst werden dürfen, dass wir miteinander feiern dürfen. Jesus begegnet dir im Abendmahl. Und vielleicht ist es dein Moment heute Morgen, wenn du nach hinten gehst. Da hinten hat es ein Kreuz. Da hinten ist Brot und Traubensaft bereit. Vielleicht ist es dein Moment, wo du ganz bewusst sagst, ich mache mich auf. Auf zu Jesus. Auf mit Jesus. Und ich bin mir vollkommen bewusst, dass ich das nicht aus mir kann und nicht aus mir muss. Ich brauche dich, Jesus. Und dass du im Abendmahl genau diese Begegnung erleben darfst. Dass Jesus dir begegnet. Er sagt zu seinen Jüngern, immer wenn ihr von dem Brot esst und von dem Traubensaft trinkt, erinnert euch daran, was ich für euch getan habe. Ich begegne euch. Ich begegne euch darin. Ich wünsche dir diese Erfahrung heute Morgen, diese Gottesbegegnung. Und ich wünsche dir den Mut, Entscheidungen zu treffen, die das Potenzial haben, dass du begeistert sein kannst über Wahrheit und Klarheit in der Zukunft, egal was sie bringen wird.